wirklich schade, dass es noch kein Geruchstube gibt oder Geruchsfernsehen, denn die Quitten, die hier um mich rumliegen, die verströmen in der ganzen Küche einen Geruch, das liebe ich. Die Quittenernte, die war ja spitze. Ihr habt es bestimmt im letzten Gartenrundgang gesehen, wie sich die Äste gebogen haben vor lauter Quitten. So eine tolle Ernte hatte ich noch nie. Oh. Aus den Quitten werde ich drei verschiedene Sachen machen. Zum ersten einen Quittensaft, dann ein Quittenbrot oder Fruchtleder. Und zum dritten werde ich sie so vierteln und dann einlegen. Das Glas hier ist von letztem Jahr. Sowas hält wunderbar. Für mich als Selbstversorger ideal. Im ersten Schritt muss man diese Quitten polieren. Die haben nämlich einen Flaum hier drauf und den reibt man einfach mit so einem Geschirrtuch runter. Das werde ich jetzt als erstes tun. Alle hopp. Der Flaum hier, der muss runter. Das geht ganz einfach mit so einem Geschirrtuch. Und dann reibt man die Quitten und dann werden die schön glatt und glänzend, als wären sie poliert. Und damit ihr nicht so lange warten müsst, machen wir jetzt wieder Flotti Rigotti. So. Wie viele Quitten sind es geworden? Die Kiddies unter euch, die sagen mir bitte, wie viel Stück und die Erwachsenen, wie viel Kilogramm das sind. Das Ergebnis am Ende des Videos. Jetzt im nächsten Schritt werde ich die Quitten kleinschneiden und einmal in den Topf geben zum Köcheln. Zum Kleinschneiden schneide ich vorne diesen Ansatz weg, hinten den Blütenansatz ein bisschen raus. Ich halbiere sie, vierteln. Man kann das Kerngehäuse wegschneiden, muss aber nicht. Diesen Blütenansatz hier, den mache ich aber weg. So. So. Dann hat man nur ganz wenig Abfall. Und das Ganze schneide ich mir jetzt noch ein bisschen kleiner. Und dann kommt es einfach in den Topf. Das Schöne ist an Quitten, ich habe noch nie einen Wurm da drin gefunden, wie in einem Apfel oder sonst irgendeinem Schädling. Die Quitten sind immer richtig schön. Ein Zuschauer hat mir gesagt, ich glaube, er war Türke, ich kann die Quitten wunderbar roh essen. Ich habe es noch nie probiert. Jetzt, das werde ich jetzt hier live das erste Mal tun. Ja. Hm. Geht so. Vielleicht müssten sie noch eine Runde reifer werden. Sie sind sauer und adstringierend. Das heißt, mir zieht es das ganze Maul zusammen. Wie so ein saurer Apfel. Nichts ganz so mein Fall. Aber ich habe es jetzt mal ausprobiert. Ich kann mir vorstellen, die Quitten in der Türkei sind eine andere Sorte. Oder sie reifen einfach länger. Sie haben längere Reifezeit, werden dadurch weicher, werden süßer und dann kann man sie roh essen. So nicht ganz so mein Fall. Von der Härte würde es gehen. Der erste Topf ist voll. Weiter geht's in der Küche. Da kommt jetzt einfach ein bisschen Wasser dazu und dann wird es weich gekocht. Die Mengenangaben findet ihr außerdem unterm Video. Deckel drauf und so ungefähr nach einer halben Stunde werde ich prüfen, ob die schön weich gekocht sind. Bis gleich. Halbe Stunde ist vorbei. Jetzt schaue ich mal in den Topf rein. Heiß. Oh. Ganz schön zusammengesackt, der Topf ist nur noch so voll. Und hier werde ich jetzt Saft und Fruchtfleisch trennen. Dazu verwende ich hier meinen praktischen Einkochautomaten. Der hat nämlich einen Ablasshahn. Wenn da der Saft drin ist, kann ich ihn hier unten ganz einfach abfüllen.
Um die Quitten hier zu entsaften, verwende ich ein Tuch. Das kommt hier oben rum. Und außenrum spanne ich das Ganze mit einem Gummi. Einmal. So, da kommen jetzt die Quitten rein. Hopp. Das dauert jetzt noch mal so 1 bis 2 Stunden, bis das abgetropft ist. Dann hat sich da unten ein bisschen Saft gebildet. Viel zu schade, um den wegzuschmeißen. Und die Feuchtigkeit, die will ich ja sowieso draußen haben aus den Quitten. Denn ich mache ja ein Fruchtleder bzw. ein Quittenbrot draus. Und da soll die Feuchtigkeit ja langsam rausgehen, um es haltbar zu machen. Denn Schimmel und Bakterien, die lieben Feuchtigkeit, ein feuchtes Milieu. Und wenn was getrocknet ist oder zumindest so ledrig zäh da, das ist dann lange haltbar und den Saft habe ich dann nicht verloren. Also bei der Menge an Quitten, glaube ich, schaffe ich es nicht, das Ganze hier mit dem kleinen Topf, naja, kleiner Topf, der hat auch 12 Liter, aber für die Menge an Obst ist es einfach, glaube ich, nicht geeignet. Ich habe ja einen schönen großen Topf auf eBay Kleinanzeigen gekauft, einen mit 45 Liter und da werde ich jetzt mit weitermachen. Außerdem habe ich eine Obstmühle und da werde ich die Quitten jetzt durchjagen. Mitkommen. Hopp. Schwung. Das kommt jetzt ganz schnell auf die Küchenhexe. Es war gerade ein netter Zuschauer da aus Regensburg, hat mich besucht. Deswegen sind die Quitten hier schon recht braun geworden. So schnell geht es. Dann kommt wieder ein bisschen Wasser dazu, dass das unten nicht ansetzt. Gleichzeitig mache ich mir hier eine richtig schön deftige Gemüsesuppe noch warm. Die habe ich mir gestern schon vorbereitet. Drin ist Sellerie, Karotten, Zwiebeln, Pastinake, Lauch, Ingwer habe ich mit rein, Salz, Pfeffer natürlich und für einen tollen Geschmack noch zerdrückte Wacholderbeeren. Hier sieht man sie. Sowas mag ich. Weil ich im Moment noch keine Ahnung habe, wie ich das Wasser wieder, also den Saft aus den Quitten hier rauskriege aus dem Riesentopf, habe ich mir überlegt, ich stelle mir jetzt hier einen Dampfentsafter hin, fülle den einmal mit Wasser.
dann mit den Quittenfrüchten hier, mit den zerkleinerten. So. Schauen wir mal, wie das funktioniert und wie hier die Saftausbeute ist. Ich bin gespannt. Es ist der nächste Tag. Ich bin zurück in der Küche und habe den Dampfentsafter auch wieder auf den Gasherd gestellt. Nochmal neu mit Quittenmatsch befüllt und Gas gegeben. Jetzt schauen wir mal, wie viel Saft bis jetzt bei rausgekommen ist. Seid da immer vorsichtig, denn der Saft, der hier rausläuft, ist kochend heiß. Also verbrüht euch nicht. Naja, es ist doch eine Menge. Den Saft, den fülle ich so in heiße Flaschen ein. Und zwar habe ich hier diese Milchflaschen gesammelt. Die haben den Vorteil, sie sind dunkel, schützen also so ein bisschen vor Licht. Und sie haben einen weiten Hals. Das ist nämlich prima zum Reinigen. Im Vergleich zu den Flaschen, die ich sonst immer verwende, diese hier mit Bügelverschluss, die finde ich zwar klasse, aber zum Reinigen sind diese Flaschen der Horror. Klosterbräu Irsee, unverkäufliches Eigentum. Ups. Aber ich werde den Saft erstmal probieren. Vielleicht muss ja noch irgendwas dazu. Der ist jetzt noch bockelheiß. Braucht keinen Zucker, braucht nichts. Er hat genug Süße, der Saft. Er hat Säure und er hat dieses fruchtige Aroma von der Quitte. Da passt alles. Dritte Ladung Quittenmatsch ist drin und während das jetzt Dampf entsaftet, das braucht nämlich eine ganze Weile, gehen wir mal ans Fruchtleder. Jetzt bin ich doch mal gespannt, was hier in meinem Einkochtopf passiert ist. Da habe ich ja gestern auch die gekochten Quitten rein in ein Tuch gehängt, abtropfen lassen und daraus will ich jetzt das Fruchtleder machen. Hieraus könnte ich es auch machen, aber ich habe so dermaßen viel Quitten, mir wird diese Portion wahrscheinlich reichen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oje, viel ist nicht bei rausgekommen. Ich schätze mal, dass das hier so ein halber bis dreiviertel Liter Quittensaft ist. Und den Rest hier, den werde ich jetzt durch die Flotte Lotte jagen und daraus einen Mousse machen und daraus dann das Fruchtleder. Tja, ich habe gerade versucht, es durch die Flotte Lotte zu jagen. Es ist zu trocken, deswegen werde ich es nochmal aufkochen ein bisschen hier mit einem Schuss Wasser, damit es weicher wird und dann hoffe ich, kriege ich es durch. Jetzt probieren wir es nochmal, das Ganze durch die Flotte Lotte zu jagen. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal weicher an. Oh ja. Jetzt geht's deutlich besser. Das ist jetzt draus geworden, ein wunderschönes Fruchtmus. Riecht auch sehr gut. Ich werde aus dem Quittenbrei hier jetzt zwei Portionen machen. Ich habe vorhin mit Max telefoniert, Max von der Gartenkanal. Der hat mir empfohlen, das Fruchtleder aus reinem Mousse zu machen, also keine Zusätze mehr dazu zu geben. Und die andere Hälfte, die werde ich ein bisschen süßen und zwar mit Honig. Honig aus dem Tumfiland von Tumfis Kanal. Vielen Dank nochmal. Der schmeckt außerdem fantastisch. Und dann werde ich noch ein bisschen Vanille dazugeben. Natürlich echte, kein Vanillearoma. Und eine Zimtstange. Das mal
dass das so ein bisschen aromatisiert, einen weihnachtlichen Touch kriegt. Dann bin ich mal gespannt, wie die zwei Fruchtleder- oder Quittenbrote dann gegeneinander schmecken. Hast du einen Backofen mit Umluft, dann ist das perfekt geeignet. Nimm einfach das Backblech, Backpapier drauf und streich hier deine Masse drauf, nicht zu viel. Ich werde hier jetzt ungefähr die Hälfte nehmen, so. Und das dann dünn ausstreichen. Den Backofen habe ich auf die geringste mögliche Temperatur eingestellt. Bei mir sind es 50 Grad und bloß nicht wärmer, dann würde der nämlich hier backen, anstatt zu kochen. Und das wollen wir auf keinen Fall. Also ab in den Ofen damit. Und den werde ich jetzt immer mal wieder kontrollieren. Es wird einige Stunden dauern, wenn nicht sogar Tage, bis die ganze Feuchtigkeit draußen ist und das Fruchtleder die entsprechende Konsistenz hat, damit das auch haltbar ist. In die restliche Masse gebe ich jetzt einen Löffel Honig. Etwas von meinem Vanillezucker. Hier sieht man die Vanilleschoten rausschauen. Der schmeckt richtig intensiv nach Vanille und eine ganz kleine Prise Zimt. Da bin ich aber wirklich sparsam mit, denn Zimt ist sehr intensiv und ich möchte nicht, dass das zu weihnachtlich schmeckt. Das Ganze rühre ich jetzt gut um. Und die kommen diesmal in den Dörrautomaten. Was ich noch vergessen habe, ist ein bisschen Limettensaft oder Zitronensaft. Ich nehme immer frisch gepressten, wenn möglich, nicht den gekauften aus der Flasche. Aber den aus der Flasche, da gibt es welche, das sind Direktsäfte ohne Zusätze. Die sind auch okay. Zitronensaft auch für den Geschmack, der korrespondiert schön mit der Süße vom Honig. Dann die Säure von der Zitrone, was ganz Wunderbares. In dem Dörrautomaten habe ich mir Backpapier so ein bisschen vorbereitet. Und zwar so, dass es luftig ist noch an den Seiten, dass die Wärme durchströmen kann. Also nicht dicht gemacht, die einzelnen Schichten. Hier werde ich jetzt nicht eine Masse ausbreiten, sondern Kleckse machen. So. Einmal. Zweimal. Einmal. Und in die Kleckse kommen diese Stäbe rein. Nicht ganz bis nach unten drücken, einfach so ungefähr bis zur Mitte und von oben dann wieder ein bisschen glatt streichen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, 4 und Nummer 5. So, das waren jetzt drei Dinge aus einer Frucht. Einmal der Quittensaft, ah, den mag ich so gerne. Den verdünne ich immer stark runter. So viel Saft, so viel Wasser obendrauf. Dann noch ein bisschen Pfefferminze drin. Im Sommer gekühlt, oh, das ist ein richtig toller Durstlöscher. Dann das Quittenbrot, wie das aussieht, zeige ich euch gleich. Und wofür ich diese Stäbe, diese Schaschlikspieße hier reingemacht habe. Und als drittes werde ich jetzt machen, die eingelegte Quitte geviertelt, gekocht und dann eingeweckt. Und das ist mein Vorrat für den Winter. Wie das außerdem geht, das habe ich schon mal gemacht. Das zeige ich euch in diesem Video hier oben. Zwei Tage sind vergangen. Jetzt ist es fertig. Das Fruchtleder ist ziemlich zusammengeschrumpelt. Das kann man jetzt hier wunderschön vom Backpapier abziehen. So sieht's aus, tatsächlich wie ein Stück Leder. Konsistenz ist auch fest, aber weich. Ich werde es jetzt mal in Streifen schneiden. Das Ganze werde ich jetzt mal probieren. Kennt jemand von euch Beef Jerky? Das sind so getrocknete Fleischscheiben, in den USA bekannt. Und die Konsistenz ist ziemlich ähnlich.
Es ist mir hier etwas zu trocken geworden. Es sollte normalerweise weicher sein, feuchter sein. Aber man kann es wunderbar essen. Ich merke, es fehlt ein bisschen Süße. Das war ja das Ungesüßte. Wisst ihr, was ich mir gut vorstellen kann, wenn man in die Berge geht? Das hier mitnehmen. Es ist nicht nur leicht, es ist auch haltbar. Es ist nahrhaft und hat Energie. Mir schmeckt's, man kann lange drauf rumkauen. Ich werde die jetzt klein schneiden in Würfelchen und in ein Glas packen. Und was ist aus meinen Lollis geworden? Die sind hier auch auf dem Backpapier. Kann man auch ganz einfach abziehen. Sie sind nicht gerade die hübschesten geworden, aber hey, die kann man jetzt hier einfach runterknabbern. Auch die sind zu hart geworden, zu fest. Ich habe sie zu lange drin gelassen. Aber ich merke, hier habe ich Honig drin, Zimt, Vanille. Die schmecken echt gut. Für Kitty super, aber ich mag sowas auch gern. Auch die packe ich hier einfach in ein Glas. Ich werde jetzt an die nächste Charge gehen. Die werde ich auf jeden Fall nicht so lange im Backofen bzw. im Dörrautomaten lassen, damit sie weicher bleiben. Die sind jetzt etwas hart geworden, macht aber nichts. Mir schmecken die genauso gut. Quittenbrot, Quittenlollis, eingemachte Quitten und Quittensaft. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, ihr wisst, ich freue mich immer über einen Daumen rauf. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Ach, ihr seid ja noch dran, Entschuldigung. Es fehlt noch was, die Auflösung des Rätsels. Es waren genau 55 Früchte und 14 Kilogramm Quitten. Und jetzt abschalten.